Willkommen zurück zu einer neuen Folge Epic Auto Towers. Und heute wollen wir uns doch mal ein Bild anschauen, was man quasi mit fast allem immer spielen kann und eigentlich auch jedes Mal gewinnt. Am besten ist es, wenn man das Löschtoken bekommt. Das haben wir jetzt hier nicht bekommen, aber das ist erstmal egal. Was können wir hier sonst noch auswählen? Ein Gold mehr ist nicht schlecht. Ich denke, damit können wir ganz gut starten. Und unser Ziel ist es jetzt hier, den Bären ins Ultimo zu boosten. Mal sehen, was wir hier dann so bekommen. Die Chest Tower ist für Gold auf jeden Fall sehr gut geeignet. Einen Dieb setzen wir auch noch mit hin und einen Guardian Tower, damit wir hier nicht schnell sterben. Was ist jetzt die Aufgabe? Die Aufgabe ist es, den Eisen Tower, den Iron Tower zu bekommen. Und mit diesem Iron Tower haben wir die Möglichkeit, wenn wir den auf Stufe 3 leveln, hier 75 zusätzliche Lebenspunkte zu erhalten. Ich hoffe, der kommt jetzt bald. Wir werden bei dem Bild sehr viel rollen, deswegen macht es Sinn, um zu überleben, hier so einen Dice Tower hinzustellen. Und dann heißt es irgendwie zu warten, bis wir den Iron Tower bekommen. Und dann brauchen wir bis zum ersten Boss auch mindestens 2 Bären. Das ist quasi die Aufgabe, die es hier zu erfüllen gibt. Sobald man das geschafft hat, hat man quasi das erste und auch eigentlich schon das zweite Level gewonnen. So, wir gucken, ob wir Glück haben. Ja, der Iron Tower kommt und ihr seht, wenn man den auf Stufe 3 upgradet, kriegt der permanent 75 HP. Deswegen brauchen wir den insgesamt 6 Mal. Wir werden jetzt am Anfang auch eher auf diesen Iron Tower gehen, anstelle, wieso kommen hier so viel ankommen? Anstelle jetzt auf den Bären. Sollte ein Bär zwischendrin kommen, dann natürlich den Bären nehmen, weil der ist auch essentiell für diesen Bild. Ansonsten schafft er halt den ersten Boss nicht. In der Zwischenzeit beschützt uns dieser Dice Tower, der jede Runde entweder einen Angriff oder ein Leben mehr bekommt, wenn wir hier rollen. Und hier ist schon mal ein erster Bär. Den können wir jetzt hier mit hinsetzen. Wo ihr den hinsetzt, ist an sich komplett egal. Es gibt noch Verfeinerungen, dann setzt man den speziell noch irgendwo hin. Aber wir wollen erstmal das Grundbild von diesem Megabären erfüllen. Wir haben jetzt noch 2 Iron Tower und einen Bär Tower, den wir noch benötigen, bis der erste Boss kommt. Das sieht aber sehr gut aus, weil wir haben noch Zeit. Wir sind derzeit bei Runde 5. Ich mache einen ganz kurzen Cut, weil das hier schon wieder ein bisschen leckt. Ich muss kurz aus dem Spiel raus. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt so flüssiger vonstatten geht. Ja, ein bisschen, ja. Wo haben wir noch Iron Tower oder Bear Tower? Der Schleim Tower ist auch nicht schlecht für den Bild. Wir haben allerdings kein Gold mehr. Den kann man sich auch mal vormerken. Jetzt haben wir hier noch 2 Iron Tower bekommen. Beenden wir die Runde. Ein Iron Tower brauchen wir noch. Und einen weiteren Bären. Das sieht doch ganz gut aus. Das sollte eigentlich in den nächsten 5 Runden, die wir quasi uns noch rollen dürfen, ausreichen, um das zu bekommen. Und ihr seht, ohne den Dice Tower würde das jetzt schon eng werden, im Sinne, dass wir hier wahrscheinlich Leben verlieren. Mit dem Dice Tower ist es allerdings kein Problem. So, wichtig jetzt hier, ihr müsst hier das Removal Token nehmen. Ansonsten habt ihr sofort verloren, wenn ihr keins am Anfang bekommen habt. Das Removal Token ist für diesen Bild essentiell. So, und jetzt heißt es, einen Iron Tower und einen Bären Tower noch zu bekommen. Den Iron Tower haben wir. Und jetzt gehen wir voll auf Bären. Jetzt werden quasi nur noch Bären eingesetzt. Man kann gucken, ob man auch noch den Schleim Tower dann in der Zwischenstufe reinzieht. Muss man aber nicht. So.
da ist schon der nächste Bär. Haben wir Glück gehabt. Damit haben wir jetzt eigentlich schon gewonnen. Jetzt müssen wir uns aber noch vorstellen, wie wir das gewinnen. Ich würde aufgrund des Goldes hier noch zwei Diebestower mir nehmen, um den kurz aufzuwerten. Bringt einfach noch ein Gold mehr und bis zum Ende der zweiten Runde hat er sich wieder amortisiert. Und ihr seht, der Iron Tower, der carried euch definitiv dann bis zum ersten Boss. Wenn ihr zwei Bären, wie wir jetzt bekommen haben, dann braucht ihr zumindest noch irgendwas, was hier rumsteht. Das kann der Dice Tower sein, das kann ein Schlangentower sein. Die Blume könnt ihr da auch noch hernehmen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Solltet ihr einen dritten Bären sogar bekommen, wie wir es jetzt hier haben, sehr schön, dann braucht ihr keinen weiteren Turm. So, wir können jetzt hier immer ein bisschen rollen. Wenn wir noch einen vierten Bären bekommen, ist es auch in Ordnung. Das ist aber nicht notwendig. Wir haben jetzt alles schon, was das Setup benötigt. So, und um schon mal ein bisschen das zu erläutern, bis die sich hier nun endlich alle in den Turm hier verrannt haben. Der Bär bekommt, wenn ein Tower permanent entfernt wird, bekommt der Bär diese Stats von dem Tower einfach überschrieben. Und da wir hier drei Bären haben und vorm ersten Boss gleich den Iron Tower entfernen werden, werden alle drei Bären hier über 80 Leben haben. Und dieses Leben reicht dann aus, um den Boss Stück für Stück runterzuhauen. So dass er höchstwahrscheinlich am Dice Tower, spätestens aber am Chest Tower stirbt. So, 15 Gold, jetzt kommt der Boss. Wir rollen noch ganz normal weiter. Vielleicht gibt es ja noch einen Bären. Wir hätten jetzt auch die Prinzessin noch nehmen können. Also hier seid ihr ein bisschen freier, aber wir nehmen natürlich noch einen Bären. Okay. Das restliche Gold heben wir uns auf und jetzt geht es dran. Das Removal Token auf den Iron Tower. Und ihr seht, wie hoch die geschossen sind. Sogar über 100 Leben jetzt, jeder von den Bären. Und das reicht für uns schon aus, weil die Bären sind Stufe 1. Die können diesen Effekt nicht nochmal triggern. Das heißt, wenn wir den nächsten Bären opfern, bekommen die anderen drei das nicht. Aber in der nächsten Runde geht das wieder. Und wenn das dann der Fall ist, dann werden die Bären Stück für Stück immer größer. Ihr seht, dass die jetzt immer schon zwei Hits von dem Boss, jetzt schon drei Hits von ihm tanken können. Und so haben die Bären den schon allein besiegt. Wie gesagt, zwei hätten auch ausgereicht. So, temporäre Buffs haben wir nicht. Die Bären kriegen das permanent. Aber wir können den Animal Tower hier, Animal Artefakt oder Buch nehmen. Dann kriegen die nochmal mehr HP. Oder wenn wir weniger als 5 Türme haben, haben wir aber in den meisten Fällen nicht. Das ist für ein Obsidian vielleicht sinnvoll. Wir nehmen das Datenbuch für die Bären. Dann bekommen die nochmal schön Leben. Und man könnte jetzt natürlich hingehen und den Schleimtower setzen. Allerdings nimmt er jetzt den Tower weg und nicht die Bären weg. Von daher bringt er jetzt erstmal nicht viel. Das heißt, wir bereiten einfach die nächste Runde vor. Und beenden erstmal den Zug und gucken, ob wir in der nächsten Runde noch einen Bären bekommen. Dann hätten wir 5 Stück, dann wird noch mehr das hochgescaled. Und jetzt heißt es, so häufig es geht, wenn ihr mehr Bären habt, umso besser funktioniert es. Die Bären entfernen, um hier mehr Angriffskraft und mehr Lebenspunkte zu bekommen. Ihr habt hier natürlich einen sehr großen Vorteil im Sinne der Lebenspunkte jetzt am Anfang und die Angriffskraft kommt dann später. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil mit den Lebenspunkten kann euch kein Gegner aus Stufe 2 irgendwie hier noch gefährlich werden. Hier kommt jetzt erstmal kein Bär, das macht aber nichts. Unser Dice Tower wird nebenbei ja auch immer höher, je weiter wir durchrollen. Okay, dann entfernen wir mal einen Bären.
immer hier den letzten nehmen und ihr seht, alle Stats von den Bären haben sich verdoppelt. Damit haben die jetzt schon 212 Leben und 22 Angriffskraft. Kriegen jetzt noch den kleinen Buff vom Guardian Tower, der wurde ja auch nochmal gebufft vorhin. Und ihr seht, die Gegner zerschellen halt einfach an unseren Bären. So, und jetzt geht die Sache immer schön weiter. Wir rollen wieder fröhlich miteinander. Wie gesagt, ihr könnt hier noch Modifikationen dann anbringen, wenn ihr einen Horse Tower haben wollt, wenn ihr einen Schleim haben wollt oder sonstige Sachen. In dem Zusammenhang, sobald ihr es über den ersten Boss geschafft habt, wir opfern jetzt mal, ne, wir opfern derzeit noch keinen Bären, wir haben noch genügend. Nächste Runde gibt es auch wieder neue Token, ne? Wenn der Turm hier auflevelt, der Royal Tower. Sobald ihr es über den ersten Boss geschafft habt und hier irgendwie zwei oder drei Bären dastehen habt, dann habt ihr die ganze Sache schon gewonnen. Das heißt natürlich auch, hier wieder wichtig, ne? Removal Token. Das heißt natürlich auch für den Programmierer und Erfinder von dem Spiel, gutes Feedback, dass solche Cheese-Strategien, wie ihr sie jetzt hier seht, oh, der nächste Bär, du kommst hier hinten hin. Und jetzt entfernen wir immer einen der stärksten oder der stärkste, je nachdem wie viele ihr habt, den entfernen, weil die anderen bekommen die Stats. Ihr seht, der Bär ist jetzt etwas schwächer und die haben hier Haufen 4. Genau. Dass er gegebenenfalls solche Cheese-Taktiken irgendwie wegprogrammieren kann. Ich weiß noch nicht genau, wie man es am besten bei den Bären macht. Vielleicht, dass halt nur ein Bär gleichzeitig den Effekt bekommen kann, wenn was übernommen wird, dass er dann die Punkte kollektiv bekommt und nicht alle Bären. Das würde den Bild hier zunichte machen. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das sonst sinnvoll nerven kann, ohne den Bären dann komplett ad absurdum zu führen. Ich meine, wir hatten es ja schon gesehen, er war ja schon bärenstark mit der Blume zusammen. Ihr seht hier, 800 Leben hat er jetzt. Schaut, den Slime Tower hätten wir auch noch nehmen können. Hatten wir jetzt nicht genügend Gold. Wir könnten mal auf 10 Gold jetzt jedes Mal setzen und gucken, falls noch ein Slime Tower kommt, können wir den hier hinsetzen und sparen uns ein Token. Wichtig, wenn ihr einen Slime Tower nutzt, um einen Bären zu fressen, dann nutzt in der gleichen Runde nicht das Removal Token, außer ihr habt schon einen Zweier Bären Tower, weil sonst euer Bär den zweiten Buff nicht noch nehmen kann. So, hier rollen wir einfach nur bis 10 jetzt und gucken, vielleicht kommt noch ein Schleim. Ah, die Gegner, die sind heute übelst langsam. Also manchmal ist das Spiel richtig langsam und manchmal dann läuft das hier schnell wie sonst irgendwas. Kann sein, dass es an meinem PC liegt, ich weiß es nicht. Aber ja, wir laufen in Riesenschritten zum Endboss der zweiten Runde. Ihr müsst euch hier keine Gedanken machen, solange hier kein Bär oder Slime auftaucht, braucht ihr hier gar nichts machen. Hier ist wieder der nächste Bär. Und jetzt dürfen wir den hier vorne entfernen und haben jetzt hier schon einen 1600er Bär. Wir haben noch einen Removal Token. Wir hätten den einen Bären hier hinsetzen sollen. Dann hätte der Schleim nochmal zusätzlich fressen können. Jetzt können wir nur noch über einen Bären das verstärken, weil wir den Schleim musste ja immer links von dem setzen, den er fressen soll. Aber das macht nichts. Wenn wir noch einen Bären bekommen oder wenn dann Runde 20 anbelauft, werden wir den Bären hier verschlingen lassen und dann haben wir unseren Monsterbären. Wenn es super läuft, hatte ich im Maximum einen Bären, der über 600 Angriff und 4000... Hier ist noch ein Bär. WTF. Im Endeffekt macht es eigentlich jetzt mehr Sinn, der Bär steht hier vorne, den einfach hier reinzufüttern.
ich hatte dann mal einen Bär mit über 4800 Leben und über 800 Angriff. Der hat halt einfach den zweiten Boss gewonshottet. Also wie gesagt, ihr braucht euch hier überhaupt keine Gedanken mehr gegen irgendwelche Gegner zu machen. Der Bild ist einfach komplett overpowered. Und dadurch, dass ihr so viel Zeit aufgrund des Iron Towers bis zum ersten Boss habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr zumindest bis dahin zwei Bären zieht. Also ich habe es beim Spielen dieses Bildes bisher noch nicht einmal erlebt, dass ich den Bild nicht durchbekommen habe. Das bedeutet auch, ihr könnt diesen Bild nutzen, um andere Boni beim Royal Tower am Anfang freizuschalten, wenn ihr andere Builds ausprobieren wollt, die eben es nötig machen, dass ihr gewissen Boni am Anfang des Spiels auswählt. Also, dass zum Beispiel am Anfang direkt ein rarer Tower erscheint oder dass ein spezifischer, seltener Tower, also Ankommen Tower, vorhanden ist. Oh, hier ist noch der zweite Bär. So, jetzt könnten wir auch zwei in einer Runde absorbieren. Wir können allerdings jetzt kein Schleim mehr kaufen, das macht aber nichts. Wir opfern jetzt den Bären. Jetzt hat er hier 2250 Angriffskraft. Damit wird er den Boss schon mal two-shotten, ohne Probleme. Oh ne, drei. Weil er sich ein bisschen hochgeheilt hat, der Boss, hat er drei Schläge gebraucht, aber das ist vollkommen Wurst. Extra Tower Slot brauchen wir nicht mehr. Gold ist super. Ja, und damit haben wir es geschafft. Wenn wir jetzt noch einen Slime bekommen, absorbiert er jetzt gleich den Bären. Und dann wird der Bär auch nochmal gebufft. Ihr seht es jetzt. Zack, und schon haben wir einen 5500er Lebensbär mit 548 Angriffskraft. Ja, und ihr könnt es jetzt bis ins Sonst hinein durchführen, weil als nächstes würde dann wieder Erfahrungspunkte regnen für eure Tower und ihr könnt wahrscheinlich euch wieder Removal Tokens holen. Solange ihr diese Tokens habt, geht das. Und wenn ihr am Anfang noch diese zusätzlichen Removal Tokens bekommt, die drei Aufladungen, könnt ihr hier das noch viel höher stacken. Ich hoffe, euch hat dieser Bild gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns etwas anderes in Epic Auto Towers ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.